Ich muss Sean retten. Ich werde Ihnen helfen. Ich muss die Kamera, glaube ich, erst ausmachen. Nee, geht nicht. Die ist aus. Der hat den bewusstlos gewichst, Alter. Nee, ich glaube, ich kann in die Kamera raum rein. Weil ich darf ja keine Beweise mir gegenüber auch deutlich belasten. Also das muss ich machen. Sonst fick ich mich ins eigene Knie. Sowas kannst du? Sowas möchte ich nicht. Ja, aber sowas kannst du, Alter. Siehst du, die Kamera ist an. Ja gut, dann ist er noch an. Okay. Nichts gesagt. Und der erste sofort wieder drin, der Bulle. Ja, sicher. Hättest du vorne reinmachen müssen, glaube ich. So, Kamera ist raus. Ja. Oh. Ist hier sonst noch was? Nee, glaub nicht. Alter, du hast nicht so viel Zeit, ne? Ja, die Steuerung ist manchmal. Du kennst das ja. So, auf dem Weg haben wir so einen Danke anhören. Hoffen wir. Scheiße, was mache ich da? Beihilfe zur Flucht? Das kostet mich die Marke und bringt mir 10 Jahre Knast ein. Raus. Diesmal verpiss dich zum Kaffeeautomaten, du Wichser. Okay, muss er dir doch mich angucken, ist wahrscheinlich. Weil da kommt jetzt nichts. Vielleicht konntest du den auch noch einmal rausschicken. Donald, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber ich muss irgendwas machen, ich habe keine Ahnung. Feueralarm. Meinst du? Könnte. Ja, aber gut. Okay. Wo hast du den gesehen? Das kam mir jetzt einfach nur in den Sinn. Das ist ein Feuerlöscher. Sag doch mal schnell, jetzt gerade in dem Kameraraum warst, ja. Da ging noch eine andere Anzeige. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur war, damit du dir das anguckst, weil ich glaube, das war dieses Icon, damit du dir die Scheibe angucken kannst, aber... Ja. Toll. Tolle Karte. Ah, ich glaube, ich habe hier kein Zeitlimit. Nee, weil dann hast du, glaube ich, den Splitscreen immer. Ja. Aber trotzdem ist es nervig. Machen wir mal bei den Polizisten. Lässt da bleiben. Dann geh nochmal in den Raum rein, ja. Vielleicht kannst du da wirklich irgendwas machen. So. Aha. Gary, machen Sie eine Pause. Ich mach das hier. Echt? Ich muss nämlich mal dringend pissen. Mach. Die Schlüssel für die Handschellen liegen auf meinem Schreibtisch. Gut. Mitnehmen. Auf seinem Schreibtisch. Wo ist sein Schreibtisch? Ja, das ist die Frage. Der führt den gleich so raus. Das ist die Frage. Wer war das? Gary, ne? Hieß der? Ja. Gut, dann guck mal. Vielleicht kannst du ja irgendeinen fragen. Ich glaube, wenn ich den Freistift... Erstens muss der Schreibtisch leer sein. Und bei den kleineren Polizisten. Hier. Da. Da. Hatte, boah. Gezielt, weißt du, fällt ja nicht auf. Aber egal. Okay, wir sind, glaube ich, jetzt bestens ausgerüstet. Ich hoffe. Die Polizeiweste krieg ich gleich. Und fällt halt nicht so auf. Gut, damit du die mitgenommen hast. Bin ja pfiffig. Ja, ja, ich merke das schon. Ein bisschen Fuchs, ne? Habe ich damals nicht gemacht. Ne? Ich habe auch nicht die Kamera ausgemacht. Ich spiele hier blind, das war's. Leute. Sie sind frei. Jacke an. Hier, nehmen Sie das. Die machen Pause. Wenn Sie sich beeilen, kommen Sie unbemerkt raus. Sofort raus hier. Kein Anhalten, kein Reden, kein Denken. Nur laufen. In der Situation nicht war. Was soll ich sagen? Ich... Bitte retten Sie einfach Sean. Ich hoffe, das war kein Fehler. Das hoffe ich wirklich. Enttäusch mich nicht, oder? Ich weiß doch nicht, wer der Origami-Killer ist. Du hast das Spiel gespielt. Alter, wir kriegen dafür so einen riesen Ärger, ne? Ja, gut, ne? Schlaumeier. Also kann es nicht ganz verkehrt gewesen sein. Oder Schlaumeier, weil du die Kamera ausgemacht hast, ist wahrscheinlich...
Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Maas, Vater des entführten Sean Maas, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft bald die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Einfach im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allen Dingen sehr schlau, dass er wieder in sein Hotelzimmer zurückgeht. Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Warum helfen Sie mir, Madison? Sie kennen mich überhaupt nicht. Sie könnten tot sein. Tja. Ich weiß nicht, ich dachte in dem Moment einfach, ich tue das Richtige. Sie brauchten Hilfe, ich habe geholfen. Das ist sehr zuvorkommend. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht Sie, Ethan. Sie nennen Sie den Origami-Killer. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Nope. Ich hoffe, dass ich es nicht bin. Ich habe manchmal diese Blackouts. Ja, also sie kommt rein mit Essen. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Ich find's besser. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Die ist so hilfsbereit, ich denke mal. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Geht davon aus, es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Im Endeffekt habe ich das auch. Das heißt, und jetzt, glaube ich, da ist ein Teil von mir, der weiß, wer Sean ist. Weil es zu sehr in die Richtung geht. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Ist irgendwo der Origami-Killer. Und sag Ihnen was. Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Würde tatsächlich Hypnose helfen, er hat doch nur mich. Wenn er wirklich schizophren wäre, weil es ist ja irgendwo in seinem Unterbewusstsein, wäre es ja drin. Aber nicht so, wenn früher. Sie ihn jetzt hypnotisieren und ihn dann ausfragen, wo er ist, würden sie es ans Licht bringen. Das würde was bringen, aber... Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Auch noch eine Theorie von mir, damit Sie verstehen einfach könnte, nicht. Die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden. Ich habe keine Wahl. Zwecks, sie will ihn dahingehend beeinflussen, dass er es macht. Und ihn auch weiterhin beobachten. Bitte, Madison. Weil wer vertraut, weil wer misstraut schon. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Ich glaube eher, ja, es gibt schon so Psychopathen. Wenn Sie mir helfen wollen. Ich weiß jetzt nicht, es gehen ist schwer zu sagen, ob Sie es. Ich sag nur, das ist jetzt ich halt muss eine das alleine Theorie, durchziehen. Ich habe. Es muss nicht wahr sein. Ich schätze auch mal, damit es nicht wahr ist, aber wie gesagt, es könnte. Dieser Arsch kann einfach nicht lügen. Ja. Ich meine, die ist auch nicht ohne. Die hat da auch die Albträume und alles, weißt du, weil ich meine, die haben alle irgendwie. Die haben alle ihre Probleme. Ja, die haben alle vier ihre fetten Probleme und alle haben Schlafstörungen. Ja, wobei Shelby hat keine Schlafstörung. Ja. Er kann nur schlecht schlafen, seit die Morde wieder passieren. Ja, gut. Aber auch nur, weil er halt sich extrem mit den Morden beschäftigt. Ab zur nächsten Prüfung. Ich dachte gerade schon, ich finde es ein bisschen dämlich, dass er wieder in sein Hotel geht. Hab ich auch gehört, ja. Okay. Das ist gut. Jetzt heißt es erst recht, sich umschauen. Ja, genau. So. Keine Autos da, keine Leute. Gut, die sind uns noch nicht auf die Schliche gekommen. Höchstwahrscheinlich scheißen sie noch den FBI-Agent derzeitig zusammen. Ja. Mal gucken, ob sich da irgendwas getan hat. Ich meine, immer alles nachgucken. Bügeleisen! Jo. Ja, kennen wir auch aus einem Film, ne? Psst. Zumachen. So, mal eben ganz kurz gucken. Aber wenigstens, wo du es jetzt fachmärst, wenn ich schon den Polizei verhasse. Ja, genau. Das muss ich schon so lange. Ich war schon. Und das hat mich schon seit einer guten
ja. Halbe Stunde getriezt. Ich kann ewig einhalten. Ich meine, ich habe eine Bierblase, weißt du was ich meine? Ich kann lange einhalten, ich muss lange einhalten können. So, erstmal Wasser. Wir haben doch keine Zeit. Warum wird er gesund? Oh, das muss wehtun. Und vor allem mit dem schönen rostigen Wasser ist wahrscheinlich. Da muss ich jetzt erstmal tief durch. Prüfung 4. Kannst du dir selbst noch in die Augen schauen? So, mal Gedanken. Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Sohn finden, bevor es zu spät ist. Ich finde dich, Sean. Ich schwöre, ich finde dich. Jetzt geht er doch schon wesentlich ruhiger drin. Vorhin war richtig zitternd und so, das weiß ich noch. Naja. Was haben wir da? Vogel? Oder? Kann ich jetzt nicht sehen. Ist egal. Bereit zu töten, um ihren Sohn zu retten. Bereit zu leben. Wählen Sie, schicken Sie ein Bild, holen Sie Ihre Belohnung. Oh fuck, dafür ist die Waffe. Wie viel Kugeln? Wovor ich jetzt bei dem Spiel Angst habe, ist Aiming. Ich weiß jetzt nicht, ob der vielleicht selber zielt. Also ich brauche im Grunde genommen wieder nur eine Tastenkombi. Will ich hoffen. Weil da das, hätte ich das jetzt. Das Spiel beruht weiterhin darauf, dass du nur Reaktion und Quicktime hast. Ich würde sagen, nach dem guten Mr. Shelby machen wir dann auch mal Feierabend, weil ich glaube, wir haben jetzt echt viel Material. Material? Material. Material. Du Arschloch. Manfreds Antiques. Donnerstag. 10 nach 11. 84,63 mm Niederschlag. Immer mehr. Uhr. Ja, ist nicht viel zu lang. Ich habe keine Angst vor, und ich mag dieses Ticken einfach nur nicht. Das geht mir ein bisschen. Manfred! Manfred! Manni! Bist du da? Keine Gedanken, Doktor. Es war verrückt, sie mitzunehmen. Sie will helfen, aber sie ist nur im Weg. Ich muss später mit ihr reden. Hier hat sich nicht viel verändert. Nur der Staub. Und die Uhren ticken immer weiter. Warum wollte mich Charles Kramer im Golfclub wirklich treffen? Warum beunruhigt es ihn, dass ich gegen seinen Sohn ermittle? Auch meine Gedanken. Warum? Der hat Dreck am Stecken. Und nicht nur diese Drogen, die der da rumliegen hat und alles. Die ist schon wieder weg. So, da. Sie schaut sich den Namen an. Ist bestimmt hinten. Auch nicht. Auch eine alte Schreibmaschine. Wir haben ja mitgekriegt, ne? Der ist ein Sammler von alten Schreibmaschinen. Da ist er. Ach, da ist er. So einfach dann vorbei. Hallo, Manfred. Wer ist da? Scott. Scott Shelby. Kennst du mich noch? Scott? Wenn das nicht... Scott! Ja, Scott! Hey, schön, dich zu sehen. Ach, wie lange ist das her? Oh, ich bestimmt schon 10 Jahre. Oh, in meinem Alter bedeutet Zeit nichts mehr. Ich repariere Uhren, aber ich versuche, die Zeit zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du noch immer Polizist? Nein, nicht mehr. Ich bin Privatdetektiv. Das ist Lauren. Sie ist eine Freundin. Hallo. Hallo, junge Frau. Tja, das muss gefeiert werden. Ich hab da was. Moment. Ich weiß, ich muss hier irgendwo noch eine Flasche Scotch haben. Schön, Manfred wiederzusehen. Wie in alten Zeiten. Würdest du für mich rangehen, Scott? Sag ihnen, sie sollen heute Nachmittag nochmal anrufen. Klar, mache ich. Hallo? Ja, bei Manfred. Aber er ist beschäftigt. Können Sie vielleicht später nochmal anrufen? Danke. Komische Ordnung da.
Ja. Bälle, 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 bälle. Also, auf die Freundschaft. Und Ex. Schäche. Wirf mal einen Blick auf diesen Umschlag. Kennst du vielleicht das Modell der Maschine, auf der die Adresse geschrieben wurde? Okay. Hm. Lass mal sehen. Könntest du bitte so nett sein und mir das Vergrößerungsglas hinter der Theke Klar, herholen? Sicher. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Die in der Hand hatte. Ja, das ist Glas. Hey. Das ist doch keine Diebin. Die ist eine Notte. Die macht alles zu Geld. Hallo. Hatte der gute Absichten. Das Glaubstelle gibt sich nicht gesinnt dran. Danke. Mal sehen, was dieser Umschlag so zu erzählen hat. Eine Royal 5. Die Form der T's und der F's ist typisch für das Modell. Hergestellt von 1907 bis 1924. Ja, da gibt's keinen Zweifel. Eine Royal 5. Wie viele gibt's von denen noch? Sind die selten? Ist das ein seltenes Modell? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, bei vielen Leuten verstauben sicher noch welche auf dem Dachboden oder im Keller. Hm. Gibt es eigentlich noch viele Läden, die reparieren? Ich habe damals alle Lagerbestände quasi für ein Butterbrot gekauft. 1964. Die wollten das ganze Zeug einfach auf den Müll kippen. Wenn einer repariert, dann ja. Alle Leute, die hier noch eine funktionierende Maschine haben, waren alle zwangsläufig mal bei mir. Führst du Buch über deine Kunden? Oh ja, natürlich. Zumindest über die Zahlenden. Könnte ich da mal einen Blick drauf werfen? Ja klar. Ich habe alle meine Bücher im Büro. Der hat noch Bücher. Wenn ihr kurz wartet. Ich habe eine Liste aller Kunden, die wegen der Reparatur einer Royal 5 hier gewesen sind. Ja, das mindestens würde wirklich helfen. Mindestens vier. Natürlich. Ja, zurück. Nur zwei mindestens Minuten. Drei. Dann bin ich mit der ja, Liste wieder hier. Vier wäre besser. Der vielleicht hat der muss ja mit dem rechnen. Glauben Sie, der Mörder war hier? Wenn er eine 1920er Maschine hat, hat er sie vielleicht hier reparieren lassen. Warten wir auf die Liste. Weil er musste ja auch planen und alles in der Zeit, weißt du? Klar, mindestens drei Jahre, aber ein bisschen weiter wäre besser. Wird gefallen an der Uhr. Das würde ich mir merken. Weißt du, für Klick, das hat Gewicht, vielleicht. Ja, hat Spaß dran. Vielleicht fragen. Möchtest du die haben? Kann ich dir die kaufen? Wo bist du, gehst du? Lauren glaubt, sie hat den Killer bald. Ich fürchte, das wird eine Enttäuschung. Manfred, der Name des Mörders, könnte in Manfreds Büchern stehen. Manfred ist schon eine ganze Weile im Büro. Ich sehe lieber mal nach. Was meinst du? Tot? Abgehauen? Ich weiß nicht. Hallo? Manfred! Ihr Anruf ist registriert. Eine Streife ist in ein paar Minuten bei Ihnen. Ich muss Ihren Namen wissen, Herr. Alter, was? Hallo? Wie Ihr Name, wie Ihr Anruf ist registriert. Wie, also, was? Er hat ja die Bullen gerufen. Er hat die Bullen gerufen. Ich glaube, der den da so zugerichtet hat, den Bullen. Oh mein Gott. Fuck. Oh, die Bücher sind weg. God. Das heißt, jemand hat dich beobachtet, wie du da hingegangen bist. Das müssen wir, schnell sein. Armer alter Mann. So ein Scheiße. Wir müssen, glaube ich, auch unsere... Oh mein Gott. Das alles. Ja. Du warst was am Telefon. Sie hat die Spieluhr in Hand gehabt. Das hat der Mörder schon längst getan. Glas. Ich war er will uns das anhängen. Wir müssen hier schleunigst raus. Ja. Wieso? Wir haben mit seinem Tod nichts zu tun. Wir waren doch nur zufällig hier.
Sean Mars Zeit ist bald abgelaufen. Wir können keine richtig 24 Stunden auf dem Polizeirevier mit Erklärungen verschwenden. Und also, wenn sie nicht dabei ist, wärst du schon längst dabei, alles sauber zu machen. Fuck. Ich darf nichts vergessen. Nee. Sie passen auf. Und ich verwische überall unsere Fingerabdrücke. Ja. Es muss schnell gehen. Die Gläser? Die Polizei. Ja, die Gläser, wird beide jede Minute hier sein. Eins. So, genau, das Taschentuch. Erstmal das Telefon da. Sie fummelt da alles durch die Luft. Fingerabdrück auf der Leiche? Weiß ich nicht. Könnte sein. Eigentlich ja eher weniger, aber... Nee, geh weiter. Go. Was hast du noch angefasst? Erstmal hier als Telefon. Genau. Das Vergrößerungsglas hast du es auch. Vergrößerungsglas, Whiskyglas und die Spiele. Achso, das meintest du mit Glas, okay. Die Sachen sind mehr so. Ja, ja, genau. Sonst wüsste ich jetzt auch nichts mehr. Deswegen alles so abgeben, wie wir reingekommen sind. Ja. Ich mach einfach alles sauber. Ist egal. Ja gut, du wusstest jetzt nicht, welches Glas du in der Hand hattest, ne? Ich mach auch die Flasche so. Ja, das ist gut. Ist egal. Scheiße, die Akten, Alter. Weißt du, die wären voll wichtig gewesen, ey. Jetzt würde mich ja interessieren, was gewesen wäre, wenn du mit ihm dahin gegangen wärst, ne? Spieluhr. Weil wenn ich einen Arsch wäre, da ist die Fingerabdrücke drauf. Wegen dir? Dann ist sie aus dem Verkehr. Ja, aber du hattest sie auch in der Hand, glaube ich, einmal, oder? Ich will mal zum Landfeld. Warum? Meinst du jetzt nochmal, oder was? Lawrence Fingerabdrücke nicht vergessen. Ich will sie nicht mit reinziehen. Scott, wie lange dauert das denn noch? Die Polizei kommt jeden Moment. Ich hab's gleich. Das war's. Fertig. Sind alle weg? Los. Ich hab's sonst nicht angehört. Wird schon reichen. So können sie uns damit nicht in Verbindung bringen. Und jetzt raus hier. Also, mich würde wirklich interessieren, was gewesen wäre, wenn du mit nach hinten gegangen wärst. Ob das überhaupt gegangen wäre. Oder ob der gesagt hätte, bleib mal hier, ich... Ne? Oh, da auf dem Polizeirevier. Also, das Opfer wurde ermordet, als sie im Laden war. Richtig? Ja, er wollte im Büro etwas holen. Langsam? Ein paar Minuten später habe ich nach ihm gesehen und... Da war er schon gesehen, tot. Die dich jetzt irgendwie gekascht haben. Vielleicht melden die dann auch gerade? Sie hätten sofort die Polizei rufen müssen, Mr. Shelby. Das hätte Ihnen diese Prozedur erspart. Wir hatten mit dem Markt nichts zu tun. Wir waren nur zufällig dort. Ich hatte einfach nur keine Lust, einem Polizisten lang und breit meine Unschuld zu erklären. Wie dem auch sei, Mr. Shelby, bleiben Sie in der Stadt. Und wenn Sie das nächste Mal eine Leiche finden, rufen Sie uns an. Ja, war selber okay. Zu dem ich jetzt irgendwo offen. Scheiße. Wird wahrscheinlich zu langsam gewesen. Aber ich verstehe das nicht. Es wurde jetzt nicht irgendwie was angezeigt, ne? Und vor allen Dingen, als ihr rausgegangen seid, war ja auch jetzt nicht irgendwie, damit du gesehen hast, ne? Sieh an, Scott Shelby. Wieder mal Ärger? Falsche Zeit, falscher Ort. Du kennst das. Kein Problem. Ich mach das schon. Für einen alten Freund doch gerne. Danke, Carter. Du hast was gut. Ich bin so freundlich, du bist so. Der Kollege gewesen. Bist du gerade an irgendwas dran? Nur ein paar Ideen. Nichts Konkretes. Naja, wenn es mehr als eine Idee wird, sag mir Bescheid, ja, Scott? Klar. Hin. Ich bringe sie heim, das wird jetzt zu gefährlich. Oh nein. Wir sind Partner, wir hatten einen Deal. Der Deal ist gestorben. Hören Sie, ich weiß, Sie wollen den Killer.
aber sie bringen sich selbst nur unnötig in Gefahr. Ich bin kein Kind. Ich weiß, was ich will. Den Mörder meines Sohnes. Ich brauche sie nicht. Aber sonst hättest du nur das Glas sauber machen müssen. Ihr Sohn ist tot, Lauren. Wenn sie ermordet werden, wird ihn das nicht wieder lebendig machen. Halten Sie an! Was? Halten Sie an, verdammt! Hey, hey, hey! Bist du Batsch? Krankes Stück. Wenn Sie mir nicht helfen, den Mistkerl zu finden, dann mache ich es alleine! Es ist alles meine Schuld. Ich hätte sie nie mitnehmen dürfen. Ich bin ein Idiot. Ich laufe ihr lieber nach. Lauren! Das Mädchen ist stur wie ein Esel. Sie bleibt dran, ob mit mir oder... Er fehlt mir. Er fehlt mir so sehr. Ich würde alles tun, um ihn wieder in meinen Armen zu halten. Oder entschuldigen, Arthur. Es tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Es ist nur... Ich mache mir eben Sorgen um sie. Das so schlau war, hätten sie lieber, weiß ich nicht, von dann ziehen lassen sollen. Naja, wer weiß. Die hat doch eh keine Dings gehabt, keine Hinweise, wo sie suchen soll oder sowas. Mit der Royal 5 hätte die nichts anfangen können. Das ist durchaus richtig. Donnerstag, 11:15. 85-50 mm Niederschlag. So, aber jetzt, sagen, auch wenn er die Knarre zieht. Wurde jetzt echt interessant gewesen, wäre noch die nächste, aber das halten wir uns fest für das nächste Mal. Ja, das war's dann von Heavy Rain. Für dieses Mal? Ja, das ist eine lange Aufnahmesession Session gewesen. Natürlich für euch auf YouTube geschnitten. Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall bis hierhin fürs Zuschauen. Hoffen, es hat euch gefallen. Dann Däumchen da lassen. Genau, wie immer, ne? Däumchen, Träumchen. Abo-Button, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dürft ihr auch drücken. Kommentare, ne? Wie gut Dave Auto gefahren ist, ja, und all sowas. Das ist zwar schon ein bisschen länger her, aber... Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich denke mal, das werdet ihr da zwischendurch gemacht haben. So. Ja, war für die Aufnahmesession. Wir sagen dann bis zur nächsten. Haut rein. Wir sehen. Ciao, ciao.